Okay, offensichtlich müssen wir den erst später betätigen. Gut, aber den ganzen Part haben wir zumindest jetzt schon mal gemacht. Das heißt, wir haben gespeichert. Das heißt, da passiert schon mal nichts mehr. Die Frage ist, uns fehlt eine Aufzeichnung. Kriegen wir die noch? Ich hoffe ja. Ich hoffe nicht, dass ich die vergessen habe. So. Weil ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier, komme ich nicht mehr hin zurück, nämlich. Das ist das Problem. Wenn ich das nämlich richtig sehe, komme ich nämlich hierher nicht mehr zurück. Hier sehe ich auch keinen Hebel. Ich tue es einfach mal so, als hätte ich alles gefunden, als wäre das alles in Ordnung, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich alles gefunden habe. Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Das habe ich, ne? Ja, das habe ich. So. Das schwebende Fastum all weg. Dann können wir jetzt runterspringen, nämlich. Und dann sind wir nämlich unten wieder bei den Gefängnissen. Da kommen wir nämlich nicht mehr zurück. Schon. Das ist viel zu einfach gerade. Hier schreit auch jemand permanent irgendwie. Da war unsere Zelle und hier war das Tor unten. War das hier? Nee, das war da hinten. Hier war das. So, da ist jetzt das Tor. Ist hier jetzt offen, genau. Und hier ist der Raum, wo wir waren. Da sind wir durchgebrochen gerade. Das ist viel zu ruhig hier alles. Das ist alles viel zu ruhig. Okay, da hinten sind auf den Kerzen. Das sieht aus wie ein Ritual da hinten oder irgendwas, so viele Kerzen wieder sind, dass da irgendein Ritual gebaut wird. Hier haben wir einen Hebel, das ist sehr gut. Den betätige ich nochmal nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Um festzustellen, da ist eine verschlossene Tür. Schön. Das freut mich sehr. Laboratory. Okay, ist das Labor. Uns fehlt eine Notiz noch. Ich hoffe sehr, dass wir die finden. Oh, was habe ich denn da oben? Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Okay. Das ist ja mies. Da liegt da oben auch öfters mal was drauf. Offensichtlich habe ich nicht gesehen. Ob das so schlau war? Ich weiß es nicht. Okay, das Räumchen kennen wir hier schon. Okay, das ist die Tür von der anderen Seite. Okay. Da brauchen wir einen Hebel dafür. Ich gucke mal eben. Da sind Bäume, da ist Freiheit. Mach die scheiß Tür auf, ich will da raus. Alter, ich will da raus. Da ist Freiheit. Nein, durch das geht da durch, dann sind wir draußen. Da sind Bäume. Boah, Alter, so nah und doch so fern, das ist so zum Kotzen. Achso, Moment mal, ich kann hier doch. Ich will da raus. Ich will da raus. Ich will nicht mehr in diesem stinkenden Schloss sein. Ich will nicht mehr gejagt werden.
Welcher normale Mensch läuft denn genau in die Richtung? Alter, ich will nicht mehr. Ich bin so durch mit dem Spiel einfach. Warum? Warum? Warum muss ich hier langlaufen? Ich will nicht. Ich will lieber den Schmetterlingen folgen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Von mir ist alles zu. Und du? Ja, okay, wir haben jetzt eine Leiche. Was muss ich jetzt machen? Ich konnte hier langlaufen, aber offensichtlich ist hier irgendein Monster, aber offensichtlich auch eine geschlossene Tür. Das ist schön. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Alter, willst du mich trollen oder was? Nein, ich habe Steam Overlay aufgemacht. Nein. Alter, willst du mich verarschen? Bitte was? Ah, das Spiel hat hier gespeichert, das ist sehr gut. Boah, Alter, leck mich am Arsch, was war das denn? Boah, leck mich am Arsch, was war das denn? Jetzt lauf doch! Lauf! Natürlich! Nein! Alter, lauf! Oh, leck mich am Arsch! Was? Alter, leck mich am Arsch! Nein, und schon wieder, weißt du, so nah und doch so fern. Boah, Alter, ich... Boah, lecco mio. Oh. Ih, schön viel Blut hier. Das ganze Fleisch hier unten. Das hat sich alles schon richtig abgesetzt hier, das ganze Blut, das ganze Fleisch und alles. Boah. Hallo? Boah, Alter, schön diese blöde Penne einfach. Ich bin jetzt hier. Bin ich jetzt in einer Schlachtkammer gelandet oder was? Ich will keinen Krach machen. Ja, die letzte Notiz. Geil, wir haben alles gefunden. Oh. Let this be my testimony before my final judgment. My broken body long gone, left behind like a withered shadow. My name meaning nothing like all the others in the chorus of death. Their cries keep impaling my mind, but the end draws near. Please give me one last sip. No one will know. Shh. They are listening. Wieder so eine komische Fragile-Kiste, CR. Okay. Boah, dieses Geräusch vom Laufen gerade. Wie du auf altem Fleisch oder irgendwas läufst hier.
Das können wir aufmachen. Will ich gerade nicht. Muss ich wohl. Oh, wir sind fertig. The disfigured man carried me all the way down here and locked me up inside that filthy old cell. Was I supposed to wait for someone? I should have left the island when I had the chance. Ja, hinterher ist man immer schlauer. So, hallo Steini, schön, dass du wieder da bist. Hab ich Randall verpasst? Nee. Haben wir noch nicht gemacht und glaube ich, mache ich auch nicht mehr heute. Dafür habe ich irgendwie keine Nerven heute auf diese Rätsel, auf das Rätseln, weil es ist echt schwer. Okay, hier haben wir... Komme ich irgendwie durch? Nee. Okay, da komme ich irgendwie noch hin. Vermute ich mal von der anderen Seite dann. Okay, da ist nix. Boah, ist das nervig, dass du da einfach da runterfliegst und überall das alles so brüchig ist und du einfach so ein... Dieser letzte Hoffnungsschimmer einfach. Du hast immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer einfach. Und bist kurz vorm Ausgang und dann kommt einfach dann... keine Ahnung. Das Schicksal und macht... Bam. Weint doch jemand. Offensichtlich geht's hier weiter. Okay, da geht's auch noch lang. Wer weint hier? Es kommt von dahinter irgendwo. Okay, irgendjemand hier drin weint. Irgendeine Frau weint hier. Na toll. Weinende Frauen, das bedeutet immer viel Vergnügen. Ich sag nur Layers of Fear. Das war schön. Die weinende Ehefrau. Die einem dann mal ganz entspannt das Gesicht abschlabbert. Okay, ich komme hier wieder raus. Gibt es hier irgendwas? Kann nicht sein, dass hier nichts ist. Wir haben noch keine einzige Notiz gefunden. Das beunruhigt mich etwas. Aber hier ist auch nichts. Was ist hier? Eine vermauerte Tür. Oder zugeschweißte Tür, besser gesagt. Das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ach, was soll's. Irgendwas hat sich jetzt geöffnet, ich weiß aber... Achso. Oh, hier geht's tief runter. Wo geht's denn hier hin? Ach so, hier komme ich, glaube ich, wieder irgendwo hier runter. Will ich... Ja. Muss ich da runter? Will ich da runter? Ich weiß es gar nicht. Ich will erstmal dahin, was da ist. Ein Heilpack. Nehme ich natürlich gerne mit. Und eine verschlossene Tür. Sehr gut. So, Heilpack haben wir. Mal abwärts, bitte. Achso. Ja. Ist klar. Ah, jetzt sehen wir die Überlebende da hinten. Oder die Gefangene, besser gesagt. Bitte was? The melody keeps ringing in my ears long after the needle comes to an end, as if my mind thirsts for more. I
know now how this will end. But first, I will need to have a word with everyone. They are so eager to hear my story. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Ist hier noch irgendwas? No. Hier ist nichts mehr. Komme ich da durch? Nein, das war die Tür, was wir am Anfang gesehen haben, wo wir nicht durchgekommen sind. Wo wir nicht durchgekommen sind. So. Boah, Alter. Vor allem, wie viele Leute haben denn hier gearbeitet, beziehungsweise auch gelebt auf dieser Insel? Die haben ja alle, also der Typ hier, oder mehrere, keine Ahnung, haben hier ja alles komplett abgeschlachtet. Also wenn du mal anguckst, wie viele Totenschädel es hier gibt, vor allem, guck mal. Du hast große Schädel und du hast kleine Schädel, das heißt, sowohl Kinder haben sich halt auch, sind hier zum Opfer gefallen. Und vor allem die ganzen Knochen, das sind ja unzählige. Krass. Da hinten geht's offensichtlich auch noch weiter dann. Warum lebt die noch? Hallo? Vielleicht eine Hebelbetätigung. Was jetzt? Verstehe. Wo war über die überall Fleischerhaken, jetzt die Guillotinen hier dann noch. Also irgendjemand hat hier entweder echte psychische Probleme oder hat eine sehr seltsame Vorstellung von Hobbys. Mich gerade auch ein bisschen wurm. Wir haben nur eine Aufzeichnung gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die erst noch kommen dann alle, ob ich was übersehen habe. Und dachte ich, da steht gerade einer, aber es ist einfach nur Müllsack. Oh, Alter, ich... Da ist noch eine Aufzeichnung. Oh, Alter, ich bin so fertig mit dem... Einfach. Is there no end to this darkness? Are we alone? Where is everyone? Why has he left me alive? This place is calling me. I can feel it. Finally, my mind is at rest. Okay, also irgendjemand hat hier Leute zurückgelassen und er war der Letzte offen. Aber wenn hier so viele Leichen liegen, dann schreibe ich doch nicht, wo ist jeder? Sondern weiß ich ja, wo jeder ist. Die liegen halt hier, sind halt tot. Es ergibt für mich noch nicht wirklich Sinn, alles, muss ich sagen. Also wir wissen ja, dass es hier eine Seuche gab, eine Krankheit, eine Epidemie einfach. Und dass der Arzt die heilen wollte. Dann kamen die Pilze hier. Und die Pilze haben letztlich dann dafür gesorgt, dass die Leute krank wurden. Er konnte irgendwas, konnte aus diesem Zeug extrahieren, was dann das Leben verlängert, etc., Wunden heilt, wie auch immer. Ein Extrakt einfach. Wo ist die? Willst du mich verarschen? Wo ist die?